Ja, genau. Gut. Ja, super, weißt du. Schön, kommst du von so weit her zu laufen. Dann kann ich schon von hier mein Feuer eröffnen. Shit, und genau jetzt. Und genau jetzt geht mir Munition aus. Hey. Das ist echt ein Nachteil von diesen Glory Kills, finde ich. Dass Gegner dann gang noch so viel Schaden müssen nehmen, dass sie sterben in diesem Schwierigkeitsgrad. Und dass sie dann sogar noch Leben wieder neu bekommen, wenn sie sich erholt haben. Das ist eine richtig dumme Idee. Hey. An und für sich sollte es dann noch genau einen Schuss brauchen und dann sind die Keiben down. Oh Moment, schnell, jetzt kommt mir aber gerade etwas in den Sinn. Nein, nein, das hat nur damit zu tun, dass sie schneller in den Glory-Kill-Modus reinkommen. Ja, okay, gut. Jetzt habe ich gedacht, die haben mich hier selber etwas verschnitzelt. Die haben jetzt nicht mal den Oberkiefer rein. Es ist wirklich, hey, so aufwendig gemacht, krass. Okay. Der dunkle Kanal des Todes. Das ist noch so ein Roboterfreund. Das ist in dem Fall der letzte, ja. Jetzt haben wir alles upgraded, was es gibt. Hier noch ein bisschen remontieren. Ja. Ja. He must not reach the crucible. Wow, das ist ein freakiger Typ. Hey, die kämpfen gegen lang, oder was? Was ist das da? Ah, der Kakadimon. Er geht einfach den Mankobus gebeiten. Zieh das rein, hey! Hey, merci Jungs für euren Einsatz, wirklich! Aber ich wollte schon noch ein bisschen abkassieren hier. Schließlich brauche ich die Punkte nach. Um noch ein paar Aufrüstungsponys freizuschalten. Hey. Aber cool war, muss ich sagen. Ich sehr cool war. Dass die hier noch so ein Bein bieselt haben. Und der Mongo Sniper. Ja, gerade zwei. Geil. Gerade drei. Nein, nur Revenant. Halleluja. Hey, aber irgendwie keine Ahnung, ob jetzt. Gleich wieder ein bisschen besser bei Bord oder so. Kein falsches Eigenlob. Oder ob das Level ein bisschen einfacher ist worden. Aber ich finde, grundsätzlich ist es nicht ganz so happig wie auch schon. Oh. Daneben und nachher noch getroffen worden. Ganz böse. Ganz böse. Ich habe das Gefühl, dass unten auch noch eine ist, ja. Oder ein Revenant, hä? Also ich muss irgendetwas machen, um gerade ein bisschen Leben zu bekommen. Oh Scheiße, Mann. Ja, yeah, das sollte mir Leben und Mund geben. Aber da habe ich jetzt natürlich keinen Mund mehr für den fertig zu machen. Ja, yeah, schön gerettet, hey. Oh nein. Hey, das geht hin und her, ey. Spannend, wirklich spannend. Coole Sache. Was war denn da noch gewesen? Es heisst oder so. Schade. Aber das kann ich vielleicht später noch holen. Ah, oh, das war BFG-Munition, gut. Er geht einfach da auch nicht weiter, ja. Ja, ich weiss doch auch nicht. Ich würde sagen, ich gehe mal dort drüber schauen und
Wenn ich das Heissnarr brauche, kann ich wieder zurückkommen. Das wird ja hoffentlich nicht verschwinden. Das Einzige, was sein kann, ist natürlich, dass die Türen zugehen. Und von dem... habe ich schon ein bisschen Angst. Ja, ja. Vor dir habe ich auch ein bisschen Angst. Aber nicht so fest. Weil schlussendlich bist du auch nur so eine verkackte Hölle. Michi, oh nein! Kommt doch tatsächlich von hinten auch noch so eine Höllenbaron. Und nur einer, nein, der Mankybus. Und tatsächlich zieht er seine Türen sie zu. Und ich habe keine Chance, die Heiss zu holen. Scheiße. Aber ja, das ist schon in Ordnung, sonst könnte man sich da Zeug zusammensparen. Aber es sollte dem Spieler schon ein bisschen lieber los sein, finde ich. Mann. Von hinten auch, oder? Ja. Kommt, Jungs. Drei von denen sind's. Scheiße. Nicht genug Munition. Versuchen wir es einfach von hinten zu nehmen. Mann, ich wäre schon wieder tot, hey. Weißt du, das Ding ist wirklich Gold wert. Heiland-Sack, hey. Vorhin noch irgendwie erzählt, wie einfach das ist. So ist aber richtig, hä? Dann gibt einem das Game so ein bisschen das Gefühl, dass man eigentlich alles im Griff hat und dann macht es BANG und dann wirst du überrollt vom Sträubsten. Da hinten noch schnell den Bonus holen, gut. Hey, weißt du, ich frage mich jetzt schon gerade, ob ich hier nicht irgendwie kann überspringen und das Heiss dann holen. Aber wenn ich dafür vor verschlossenen Türen stehe, ist mir auch nicht unbedingt geholfen. Die lädt schon noch kräftig rein, die Experimentalmunition. So. Ja, es könnte doch sein, dass hier jetzt noch Gegner auftaucht, hä? Einfach nicht runterfallen, bitte. Nein. Das ist gar nicht positiv. Scheiße, Mann. Lauter Fehlentscheidungen. Dass man sie anders macht, irgendwie mit dem Minigun oder so, etwas, wo etwas heftiger rein hat. Und vor allem, was ist mit meinem Raketenwerfer los? Hey? Ich möchte eigentlich, dass ich anvisieren kann. So wie du, genau. Gut. Also, und jetzt vielleicht ein bisschen mit Distanz arbeiten. Das heisst, schnell reinziehen. Die sich los spawnen. Geht wieder umkehren. 3, 2, 1, kommen wir schon. Ja. Mann, ich kann sie nicht killen. So, Mann, ist das leid. Jetzt kommt eh noch der Höllenbaron, sobald dass ich den ersten kille. Oder? Was ist das? Ein Skelett? Oh nein, ich meinte, das ist ein Mensch. Ein Gegner. Shit. Zwei! Dass ich überhaupt ein Leben habe. Seriously. Aber das hat wunderbar funktioniert, ey. Respekt, Mann. Hey, und die Fähigkeit ist wirklich der Brenner, dass man auch noch ein kleine Chance bekommt. Unglaublich. Auch ein bisschen noobig natürlich, aber weil wir hier nicht in einem Multiplayer-Game spielen, spielt es überhaupt keine Rolle. Hey, und so viel Munition und Leben wie hier oben liegen. Yeah, not sure. Not sure what is happening right now.
Ja, das sieht so ein bisschen nach einem Gegner aus, hä? Und ich muss sagen, da habe ich richtig leid gefunden. So vom Design her, ein strange, so ein bisschen wie ein Titan halt, wo dort nicht der Pilot ist. So ein Kackwurm halt. Und auch noch relativ tricky. Aber versuchen wir es doch mal. Wir haben schliesslich noch ein bisschen Zeit. Ja, ja, genau, da stehen wir mit dem Schutzschild. Hure leid, weisst du, ein Schutzschild. Oh mein Gott. Gut, da ist jetzt also selten blöd, oder? Okay, bei der muss ich ein bisschen aufpassen. Und das Fiese ist, dass sie jetzt noch nicht allzu viel Leben abzogen am Kite. Was? Der macht mir auch Schaden so. Strange. Ich kann ihn nicht einmal stunnen. Achtung! Ja, ja, die Feuerbälle. He. Also gut, ja, ja. Das ist doch ein guter Schlusspunkt, oder? Da kann ich mich dann in neuer Frische beim nächsten Mal gerade um den kümmern und eventuell mache ich ihn dann so schnell fertig wie der Cyberteamer. He. Alright, ja, danke fürs Zuschauen und Zuhören. Ich wünsche euch ganz einen vergnüglichen Tag. Und dann hören wir uns dann bei der nächsten Folge. Das wird schon das 19. sein. Wicked! Tschüss zusammen.